Leute aus Köln. Heute bin ich wieder allein unterwegs. Gestern war ja noch Jakob dabei, der erste Anwärter für Team Spielkind. Aber heute Abend hole ich noch jemand Neues für Team Spielkind ab, der dann sozusagen ab jetzt fest dabei ist. Und von dem habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt einfach. Ich weiß gar nicht warum. Das ist, glaube ich, wirklich eine ziemlich große Überraschung für alle. Aber heute Abend kommt jemand Neues zu Team Spielkind dazu. Aber davor habe ich noch ein paar Sachen zu erledigen. Alles gut? Bist du jetzt gerade offen gefahren, ne? Ja. Ist nicht zu kalt? Nein, mir doch nicht. Sag mal, trinkst du mit mir was? Was hast du da? Wodka. Selbstgetan. Hier unten in deiner Brennerei, ne? Ja, ich muss dann gleich rüber. Woher weißt du das? Ich war heute auf dem Dach, das heißt, mit dem Steiger war ich an eurer Fensterkuppe. David, warst du bei uns? Ja. Felix, ich habe eine gute Nachricht. Das ist eine gute Wasser. Das Wasser vom Köhler. Ich mach keine Angst. Boah, was ist das? Das ist Chlor. Wo hast du es her? Du bist in ein Schwimmbad gegangen und hast da so ein paar Knöpfe. Ja, ich glaube, ob ja. Jemand gepinkelt hat. Ja. Da ist er. Der Brecher, warte Sekunde. Erschreck ihn. Was machst du hier? Nein. Geil. Viel Spaß noch. Wie läuft das? Ja, immer. Bitte? Dauerhaft, ja klar. Was haben wir für die Namen? Also ganz? Ja klar, das machen wir. Also einmal für Jan, Lukas, Javon, Jakob. Zweimal Jakob? Jakob, mach zweimal. Alles klar, dann zweimal. Perfekt. Kein Blitz. Manche fragen, ob ich was genommen habe. Das gibt ständig was, weißt du? Darius nicht. Höchstens das Wasser, was er mitgebracht hat. Was bedeutet das? Das sind Leute, denen du folgst und dann kannst du angucken, was die machen. Zum Beispiel Sturmwaffel. Ach, Sturmwaffe kenne ich. Aber das gefällt mir. Der hier. Mhm. Willst du das haben? Ja. Welche Größe hast du? L. L, ich schreibe mir auf. Das ist nämlich ein neuer Spiekin-Pullover, den gibt es jetzt erst seit diesem Herbst. Ach ne. Ja. Siehst du? Spiekinstore.de, aber du kriegst kostenlos. Ich habe das gerochen, dass das so ist, dass der ganz neu ist, weil ich habe das noch nie gesehen. Gut, mein Lieber, ich muss weiter. Tschüss Leute, war nett euch wiederzusehen. Ich liebe euch alle. Aber andersrum als irgendwie. Bye bye. Wenn Darius einmal hier ist, Leute, dann dauert es ewig, bis er wieder weg ist. Aber gut, ist immer ein ganz guter Start eigentlich hier in UFO-Tag. Ich muss erstmal weiter schneiden und danach habe ich eine schöne Formel-1-Aufnahme mit Dave Gaming. Wer die F1 2017 auf YouTube ist, der folgt, der kennt Dave Gaming vielleicht. Der ist eigentlich ziemlich drauf. Und wir machen gleich mal so ein bisschen Training zusammen. Und vielleicht kann ich so meine Zeiten dann im Formel-1-Display mit Pete Smith und Dalu ein bisschen weiter verbessern. Und vor allem ist jetzt ja gerade die Off-Season, das heißt, ich habe keine Rennen in echt. Das muss ich so viel wie möglich wenigstens virtuell racen. So schaut das hier aus, wenn ich gerade trainiere mit Dave. Man hört dich, glaube ich, auch, oder? Dave, hört man dich? Hallöchen. Bin also hier ganz normal wieder in meinem Setup unterwegs und bin jetzt gerade ein bisschen selbst gefahren. Jetzt schaue ich gerade Dave zu, wie er hier fährt. Dave holt auch nochmal hier locker über zwei Sekunden holt er noch raus auf mich. Hier in Spanien, das trainiere ich gerade. Das nehmen wir als nächstes dann auf in der Pizzin-Saison. Und ich will wissen, was ich denn hier noch rausholen kann, wie ich mich verbessern kann. Und eigentlich ist es ungefähr dasselbe wie an der Strecke. Wenn ich dann mit meinem Instructor, mit dem Michael dann trainiere, dann nimmt er mich ja auch manchmal mit und dann vergleichen wir schnelle Runden und langsame Runden, dann die Telemetrie und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es fast dasselbe, was wir jetzt hier sozusagen im Spiel machen. Aber ich habe mich tatsächlich auch schon ein bisschen weiter verbessern können. Wir sind im Setup geschraubt und ja, macht mega Laune. Vielen Dank, Dave, ne, dass du mir hier ein bisschen trainieren hilfst, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Ich stehe immer gerne dran und Tag zur Seite. Sehr gut. So weit vom Training. Hat mega Spaß gemacht. Aber jetzt muss ich schnell los, aber abschließen sollte ich nicht vergessen. Sorry übrigens, wenn der Ton hier ein bisschen hallig heute ist. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Mikro. Ja, fix, aber spätestens ein bisschen morgen. Heute kann der Wagen hier endlich mal ein bisschen eingefahren werden. Denn ein paar hundert Kilometer kriegen wir heute drauf. Immer wieder schön mit Revi Mufo, aber jetzt muss ich erstmal Kati abholen und dann haben wir das neue Mitglied mit dem Spielkind ab. Ja. Müssen wir nämlich hin. Und ja, wie sage ich das jetzt? Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil ich habe euch einfach noch nie irgendwas davon erzählt. Weil eigentlich musst du es doch erzählen, weil eigentlich ist es ja sozusagen, ist ja deine Sache. Soll ich jetzt sagen, wirklich? Also ich meine, es ist jetzt so, in ein paar Sekunden ist es schon zu spät. Ja. Ne? Also jetzt musst du es jetzt sagen, ja.
Also, ich krieg jetzt ein Hundebaby. Ich bin so unfassbar nervös. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin seit 6 Uhr heute Morgen wach. Und bin total panisch die ganze Zeit durch die Wohnung gerannt. Und ich habe echt Schiss. Ich glaube, ich bin gut vorbereitet, aber ich habe trotzdem fürchterliche Angst. Aber ich freue mich auch. Kathi hat sich das eigentlich seitdem ich dich kenne, glaube ich, hat Kathi gewünscht. Ja. Und irgendwann konnten meine Argumente, die vernünftigen Argumente, sage ich mal, nicht mehr dagegen anhalten. Ja, vernünftig ist aber auch langweilig. Vernünftig ist auch langweilig, das stimmt. Und ja, guck mal, hier muss ich glaube, da vorne ist es. Und deswegen darf Kathi jetzt sozusagen, also es darf, er kann ja selbst entscheiden, aber habe ich meinen Segen dazu gegeben, ja, dass Kathi einen Hund bekommt. Und du hast auch ewig lange überlegt, welcher Hund. Ja. Ne? Und dann mit einer zufälligen Begegnung eigentlich haben wir einen Hund gesehen und fanden den voll cool. Und kannst du eigentlich auch schon sagen, oder? Es wird ein Havaneser. Und bitte googelt keine Bilder, weil die sehen so ein bisschen komisch aus und die kriegen immer so Schleifchen ins Haar und so. Das machen wir nicht. Aber ja, also ich möchte wirklich betonen, da ging echt viel Recherche rein und das war nicht so eine Kurzschlusshandlung, sondern wir haben uns schon viel dabei gedacht. Seit einem Jahr eigentlich und genauer seit vielen, vielen Monaten. Ja, und ich habe mir auch wirklich viele Gedanken gemacht, weil unsere Lebenssituationen sind ja alle so ein bisschen komplizierter und da muss es auch ein Hund sein, der damit glücklich werden kann und für den das irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, es war eine gute Wahl. Wir haben den Welpen schon mal besuchen dürfen vor einigen Wochen. Ich habe noch ein Video davon, wenn du willst, kannst du es einblenden. Der war ja noch richtig klein. Also wirklich wie so ein Meerschweinchen von der Größe her. So, jetzt ist er ein bisschen größer. Der wird nicht ultra groß, aber er wird nicht ganz so klein wie, sag ich mal, ein Chihuahua oder sowas, ne? Richtig. Stimmt das? Ja, der ist vor allem auch ein bisschen robuster irgendwie. Ein bisschen mehr Hund. Ein bisschen mehr Hund. Genau. Das ist alles Kathis Verantwortung. Und was ich auch noch gar nicht bei mir gesagt habe, Kathi hat einen YouTube-Kanal gestartet. Habe ich noch gar nicht bei mir gesagt, müssen wir mal vorbeischauen. Und auch die ersten zwei Videos, die sie da gemacht hat, habe ich null mit zu tun gehabt. Hat sich selbst Kamera und Ton und alles gemacht. Wie man auch sieht und hört. Aber ist gut dafür, dass du echt alles allein gemacht hast. Also, und ich glaube, du wirst auch was mit dem Hund dann wahrscheinlich machen, ne? Genau, da gibt es dann ein paar regelmäßigere Updates, damit dein Kanal nicht nur voller Hundevideos ist. Also bei mir wird es auch, wie heißt der überhaupt? Alfie ist also das neue Mitglied von Team Spielkind. Das erste tierische Mitglied von Team Spielkind. Ja gut, Garnelen gibt es ja auch schon, die gehören ja eigentlich auch schon zu. Elfie Maxen gibt es auch, ja. Aber das erste echte tierische Mitglied von Team Spielkind, Alfie. Und wir holen Alfie jetzt ab und ich glaube, da drin filmen wir nicht. Das heißt, wir sind gleich hier wieder auf der Rückfahrt. Mit Hundebaby. Wenn Alfie hier vorne ist. Wir sind jetzt gerade schon auf der Rückfahrt und haben jetzt gerade mal an einem Rastplatz angehalten. Und ich glaube, ihr könnt es hier schon sehen, Leute. Hier ist Alfie. Seid nett zu ihm. Sag guten Tag. Alfie ist schon ziemlich müde. Wir haben jetzt schon gleich 7:30. Oh ja, guck, jetzt schläft er gleich schon ein. Bist du glücklich? Wir sind jetzt gerade noch mal ins 25 Meat Pro gefahren, weil Izzy und Johanna hier noch waren. Die wollten Alfie unbedingt auch noch kennenlernen. Und da war Alfie extrem aktiv, die ganze Zeit hier rumgespielt. Das war super witzig. Ich habe auch ein bisschen was davon für euch gefilmt. Das sah ungefähr so aus. Schläft er hier wieder und falls euch wundert, warum das hier so gebaut ist, seine Box ist eigentlich noch zu groß für ihn, er wird ja noch viel größer in den nächsten Monaten. Deswegen für den Anfang sehen wir so ein bisschen Pappe einfach so abgeteilt, dass er es ein bisschen gemütlicher hat. Und er hat auch noch eins, wie heißt das? Ein Snuggle-Puppy. Er hat ein Snuggle-Puppy, das ist der Stoff hier in der Mitte. Und das hat noch einen Herzschlag und eine Art Wärmflasche da drin. Und das wirkt dadurch wie seine Mutter oder die Geschwister von ihm. Und dann kann er sozusagen neben denen jetzt besser einschlafen und gerade schläft er auch tief und fest. Aber jetzt, warum auch immer er sich jetzt so gegen die Stäbe gelehnt hat. Aber ja, wir lassen Albi jetzt mal ein bisschen schlafen. Das war der erste Vlog mit ihm. Findet ihr ihn? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Und habt ihr irgendwelche Fragen vielleicht zu Albi? Könnt ihr auch mal unten reinschreiben. Morgen ist Sonntag und ich habe ja gesagt, ich hole den Dienstag dieser Woche am Sonntag nach. Und dann halt der Dienstag vielleicht einfach mal komplett von Albi. Das heißt, alle Fragen, die ihr irgendwie zu Albi habt, werde ich dann beantworten, gemeinsam mit Kathi, weil Kathi kennt sie noch viel, viel besser als ich. Mal gucken, wie Alfie sich jetzt hier in den ersten Tagen verhält. Aber ich glaube, bei Kathi ist er auf jeden Fall in allerbesten Händen. Also Kathi hat sich so komplett informiert über alles, was Hunde angeht, um das Leben so gut wie möglich zu machen und ihn gut zu erziehen und so weiter und so fort. Du wirst auch noch auf deinem Kanal bestimmt was dazu machen, ne? Ja.
Ja, stimmt. Ich werde auf jeden Fall irgendwie so regelmäßig so ein paar Updates machen, so wie Alfie gewachsen ist und was er alles für Tricks kann und sowas. Und natürlich auch eure Fragen beantworten. Das heißt, dafür abonniert auf jeden Fall auch Katis Kanal. Und ja, wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr wieder zum nächsten Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao. Ciao. Wie sich vor sich selbst so schreckt. Au!